Nachfolgende Vernissage wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Krefeld. Was unsere Kunden gut finden. Eine der 38 Geschäftsstellen in unserem dichten Filialnetz. Und ich find's gut, dass ich meine persönliche Filiale immer dabei habe. Herzlich willkommen im Haus der Seidenkultur in Krefeld, wo wir zusammen mit Ihnen jetzt unsere neue Sonderausstellung eröffnen möchten. Unter dem Titel Purpurschnecke und Färberwald wird die kontrastreiche und spannende Entwicklung der Textilfärberei gezeigt. Einmal mehr ist es unserer Kuratorin Dr. Ulrike Denter gelungen, den Fokus auf ein interessantes Kapitel unserer Textilgeschichte zu richten. Und eben diese Textilgeschichten sind es, die hier im Haus der Seidenkultur erzählt werden, wo ein Team von Ehrenämtlern Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Textilstadt miteinander verknüpfen. Dies alles geschieht vor der historischen Kulisse eines einzigartigen Industriedenkmals in der Samt- und Seidenstadt Krefeld. Alleinstellungsmerkmal unseres Museums ist der einzig in Europa an authentischer Stätte erhaltene Jacquard-Websaal mit 8 funktionsfähigen Handwebstühlen. So eine Ausstellungseröffnung wie heute gehört zu den gesellschaftlich-kulturellen Höhepunkten in unserem jährlichen Terminkalender. Bei den Freunden unseres Museums stellt sich dann immer jeweils die bange Frage, schaffen wir es, eine der begehrten 50 Eintrittskarten für die Vernissage zu bekommen? Und die klare Antwort lautet, ja, Sie sind alle bei der Vernissage mit dabei, obwohl wir Corona-bedingt nur 15 Platzkarten für unsere Gäste haben. In Zeiten, wo Menschen uns nicht auf einmal alle besuchen können, haben wir gesagt, okay, dann gehen wir zu den Menschen. Und damit die Möglichkeit zu nutzen, haben wir die neue Technik des Jahres 2020 eingesetzt im historischen Gebäude, das 1868 erbaut wurde. Premiere der ersten Live-Übertragung aus dem HDS. Sie sind mit dabei in den nächsten 60 Minuten. Und wie meinte doch eben die junge Dame von der Sparkasse, Zeiten ändern sich. Unsere Nähe zu Ihnen bleibt. Und in meiner unmittelbaren Nähe steht jetzt der Vorsitzende unseres Fördervereins Hans-Georg Hauser, der zusammen mit unserem Oberbürgermeister Frank Mayer die Ausstellung Purpurschnecke und Färberwald eröffnen wird. Dazu schalten wir nun direkt in den Medienraum unseres Museums. Bitte, Herr Hauser, übernehmen Sie. Ich bin ganz froh, es ist an sich so meine erste Live-Übertragung im Fernsehen, die ich erleben darf. Demzufolge bitte ich um Nachsicht, wenn so manche Dinge bei mir dennoch so ein bisschen unprofessionell ablaufen. Man kann bei unserem Pressesprecher, Herrn Brenner, schon sehr gut merken, dass er im Thema zu Hause ist und das alles auswendig kann. Soweit bin ich noch nicht. Aber das spielt ja auch keine Rolle. Ich glaube schon, dass wir vom Haus der Seidenkultur als Industriedenkmal, als kleines Industriedenkmal in Krefeld, etwas Besonderes leisten und auch jetzt wieder mit unseren Ehrenamtlern zeigen, dass wir ein lebendiges Museum sind, dass wir für die Zukunft da sind und die Vergangenheit aber dabei als Fundament haben und aus der Vergangenheit die Hefe entspringt, die das Ganze zum Wachsen werden lässt. Ja, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Mayer, liebe Gäste im Haus der Seidenkultur,
Und, liebe Gäste, die wir zum ersten Mal denn in nah und fern als virtuelle, als Besucher, die nur visuell daran teilnehmen, begrüßen dürfen. Ich glaube, ich setze zuerst mal meine Brille auf. Das ist auch, glaube ich, sinnvoller, als wenn man so mit 81 Lenzen ohne Brille alles versucht. Das hat denn auch nicht so ganz hingehauen. Aber ich freue mich, dass Sie nach hier gekommen sind, an diesem wunderschönen Sommertag. Und ich freue mich noch mehr, dass so viele am Fernseher sitzen oder an ihrem Rechner sitzen und uns zuschauen. Ich hoffe, dass diese Zahl unübersehbar ist, denn wie Herr Brenner schon vorhin richtig ausführte, haben wir ja sonst die Begrenzung auf 50 Personen und das führt oft in unserem Haus zu Problemen, weil wenn wir denn schon mal so ein bisschen toleranter sind, der Brandschutz kommt und sagt, das dürfen Sie nicht. Und da haben wir auch Verständnis für und deshalb begrenzen wir das auch immer auf 50 Personen und deshalb freuen wir uns, dass wir heute erstmalig auch 5000 Personen dabei haben könnten. Und Herr Mayer, kurz vor der Wahl ist das doch auch schön für Sie und das freut mich also besonders. Wir eröffnen heute nicht nur die Ausstellung Purpurschnecke und Färberwald, sondern übertragen diese Eröffnung, wie schon gesagt, auch im Internet. Aber in den letzten Monaten habe ich feststellen müssen, dass sich vieles verändert hat. Wer mir vor einem halben Jahr als Ehrenamtler gesagt hätte, sollten wir nicht einmal eine Sache ins Fernsehen übertragen, als Live-Übertragung aufgrund von Corona, dem hätte ich vor einem halben Jahr wahrscheinlich gesagt, naja, ob wir da geeigneten Leute für sind, das weiß ich gerade nicht. Aber ich kann Ihnen sagen, in der Zwischenzeit hat sich das alles total geändert. Mittlerweile sind Vorstandssitzungen, Workshops und unsere Projektsitzungen für unser Europaprojekt Mingai per Zoom oder per Skype schon Normalität geworden. Und dann kommt eben jetzt diese Livestream obendrauf als kleines Sahnehäubchen. Dafür, dass Sie heute zu Hause an unseren Ausstellungseröffnungen teilnehmen können, bedanke ich mich herzlich bei allen Unterstützern und Ehrenamtlern. 1926, dem 28. Eucharistischen Weltkongress in Chicago, wurden in die USA gelieferte Paramente auf eine harte Probe gestellt. Während der Prozession, bei der Paramente aus aller Welt getragen wurden, ging ein wolkenbruchartiger Regen nieder. Alle, bis auf die von Hubert Gotzes aus Krefeld stammenden Ornate, verloren durch den Regen ihre Farben. Soweit aus der Firmenchronik zum Thema Farbe, aber nun zum eigentlich Wichtigen. Mit der Ausstellung Purpurschnecke und Färberwald wollen wir Ihnen wieder einen Einblick hinter die Kulissen der Textilindustrie gewähren und die Geschichte bis in die Steinzeit nachverfolgen. Wir wollen Sie mitnehmen in die biologische und Chemie der Farben, die Gewebe mal mehr und mal weniger zum Strahlen bringen. Spüren wir den Tieren und Pflanzen nach, die es schon in der frühen Menschheitsgeschichte ermöglichten, Fasern, Garne und Gewebe zu färben. Lange bevor synthetische Farben hergestellt werden konnten. Die Chemie hat vieles von der Natur gelernt und weiterentwickelt. Doch zum Glück sind die alten Methoden und Fähigkeiten nicht vergessen worden und erleben heute in biologisch erzeugten Textilien eine Renaissance. Womit wir wieder in der Gegenwart und Zukunft der Textilgeschichte sind. Die von Frau Dr. Ulrike Denter
konzipierte Ausstellung spannt den Bogen von der frühen Steinzeit über die Antike bis hin zur Neuzeit. Altes Wissen ist, wie es schon häufiger bei uns zu erleben war, in keinem Fall etwas für das Museum, sondern steht im Mittelpunkt des aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung. Naturfarben sind in einer Zukunftsweise wieder modern geworden. Dass Sie das jetzt hier in den nächsten Wochen bei uns mal etwas detaillierter erleben können, da laden wir Sie zu ein, kommen Sie sich die Ausstellung ansehen. Wir betreiben mit dieser Ausstellung aber nicht nur Schönfärberei. Das Färben von Textilien hatte und hat immer auch eine weniger angenehme Seite. Häufig stinkt es, nicht nur nach Urin und Kudung wie in den früheren Zeiten, sondern häufig nach für Mensch und Natur schädlichen Chemikalien. In Krefeld leitete man im 19. Jahrhundert die Färbereiabwässer in die Niebkuhlen, bis es so stank, dass endlich der Kanal zum Rhein gebaut wurde. Heute lassen wir billig in von Massenarmut geprägten Ländern produzieren. Die Etiketten bei neuen Textilien zeugen von dieser Praxis. Zu uns kommen die Textilien dann in strahlenden Farben, leider aber häufig gepaart auch mit giftigen Substanzen. Damit heutzutage Textilien weniger belastet in den Handel gelangen, gibt es Standards und Siegel. So zum Beispiel das Ökotech-Standard. Und dieses wird hier in der Nähe sogar geprüft, nämlich das DTNW, das Deutsche Textilforschungszentrum Nordwest an der Adlerstraße. Ist eins der Prüflabore, die dieses doch sehr weit verbreitete Label prüfen und darauf achten, dass wir in Zukunft wieder saubere Textilien erhalten, die nicht stinken. Qualitätskontrolle, und das möchte ich hier mal besonders erwähnen, durch Dritte durchgeführt, ist auch nicht neu. Die Gilden hatten früher strenge Regeln für ihre Färber und setzten diese auch teils mit drakonischen Maßnahmen durch. Ich glaube, Frau Dr. Denter geht da nachher noch mal kurz drauf ein. Für uns und besonders für mich, muss ich sagen, ist ein besonderes Highlight dieser Ausstellung die koptische Tunika aus dem 7. Jahrhundert. Herr Gerhard Schlichtmann übergab uns seine umfangreiche Sammlung, unter anderem diese Grabbeigabe. Eigentlich wollten wir zu seinen Lebzeiten die Ausstellung rund um dieses seltene Stück konzipieren. Leider kam es nicht mehr dazu. Ich freue mich nun auf die vielen musikalischen Highlights aus den vergangenen Jahren und möchte mich herzlich bei Ulrike Denter und ihrem Team für diese tolle Show bedanken. Mein Dank gilt auch allen, die heute hier vor Ort helfen, die seit Wochen die Livestream-Übertragung planen und allen ehrenamtlichen Helfern, die uns unterstützen und das Haus der Seinenkultur zu einer ganz besonderen Ort der Krefelder, der nationalen und der internationalen Kunstszene machen. Vielen Dank. Jetzt gebe ich weiter an unseren Schirmherrn, Herrn Mayer. Als Oberbürgermeister einer Stadt, die mit der Textilindustrie gewachsen und mit der dazugehörigen chemischen Industrie groß geworden ist, ist diese Ausstellung für ihn wahrscheinlich ein Ausflug in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und in unsere
Samt- und Seidenstadt Krefeld. Ihnen allen wünsche ich Füllfreud und ich freue mich auf Ihr Kommen. Herzlich willkommen, Herr Mayer. Sehr geehrter Herr Hauser, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Frau Denter natürlich, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Einladung und für die Möglichkeit, heute diese doch etwas sehr andere Ausstellungseröffnung mit Ihnen vornehmen zu dürfen. Und Herr Hauser, Sie haben das gerade so wunderbar auf den Punkt gebracht. Mein Großvater, 1908 in Krefeld geboren, bis der Krieg es da nicht mehr zugelassen hat, als Samtweber in Krefeld tätig, hat mich mein ganzes Leben begleitend immer dem Textilen nahegebracht. Jetzt gar nicht, dass das bei uns besonders wichtig gewesen wäre, dass man besonders tolle Kleidung gehabt hätte, aber wenn es zu Weihnachten Textilgeschenke gab, dann hat mein Großvater, der relativ früh schon sehr, sehr wenig gesehen hat, auch wenn er das nie zugegeben hat, hat dann immer, egal wer das Geschenk bekam, als erstes seine Finger dran gelegt und mit Griff getestet, wie die Qualität ist. Und wehe, die hat nicht gestimmt. Aber also das ist wirklich so typisch. Und für meinen Großvater war auch dieses Krefeld mit seiner Samt- und Seidengeschichte auch seine ganz persönliche Geschichte. Und wer weiß, dass einmal jeder zweite Krefelder in der Textilindustrie beschäftigt war, der weiß, dass bei uns die Kulturgeschichte, die Industriegeschichte und eben auch die individuelle Geschichte von ganz, ganz vielen Krefelderinnen und Krefelder ganz eng mit Samt und Seide und dem Textilen verbunden sind. Und ich bin sehr dankbar, da komme ich aber gleich auch nochmal zu, dass es Menschen gibt, die hier in diesem Haus der Seidenkultur diese Industrie- und kulturgeschichtliche Tradition aufrechterhalten, am Leben erhalten und denjenigen, die das von ihren Großeltern nicht mehr erzählt bekommen können, eine Möglichkeit gibt, eigene Eindrücke von dieser Geschichte zu gewinnen. Und wenn wir unsere Geschichte nicht kennen, dann finde ich persönlich es auch immer sehr, sehr schwierig, sich Gedanken über die Zukunft machen zu können. Sie kennen die Redewendung, dass es leichter ist, ein Ziel zu finden, wenn man weiß, wo man herkommt. Und dann das alles hier in diesem Gebäude, an diesem Ort. Ich werbe immer sehr dafür, dass die Krefelderinnen und Krefelder sich der besonderen Orte in ihrer Stadt vergegenwärtigen und sich das bewusst machen. Es gibt viele Dinge, die sind in Krefeld toll, die gibt es in anderen Städten auch, die sind auch in anderen Städten toll. Aber es lohnt, danach zu suchen, wo diese ganz besonderen Krefelder Orte sind, die es, wenn sie nicht einmalig sind, aber die es vielleicht nur ganz selten gibt. Und wenn man einen besonderen Ort hat, wie dieses Haus, und besondere Menschen wie Sie, die hier arbeiten, dann entstehen besondere Dinge. Und das macht dann eine Stadt und eine Stadtgesellschaft aus. Und deswegen freue ich mich riesig, dass wir heute hier sind. Und ich weiß gar nicht, das erste Mal nach wie vielen Wochen auch wieder die Möglichkeit habe, an einer Ausstellungseröffnung mitzuwirken. Das ist ja normalerweise sonntags morgens Teil meines Berufsbilds immer gewesen. Und es ist echt schön gewesen, heute Morgen mal wieder ins Auto zu steigen, nochmal einen Blick in das Redemanuskript zu werfen und hier zu sein. Deswegen möchte ich mich auch persönlich ganz herzlich bedanken, dass ich das endlich mal wieder tun darf, dass man mich mal endlich wieder rauslässt in die freie Wildbahn, um auch diesem Teil meiner Arbeit nachzugehen. Ja, das waren doch ein paar Vorworte, die mir sehr wichtig waren. Jetzt aber dann auch noch mal zur Ausstellung, meine Damen und Herren. Wer mit Schönfärberei in Verbindung gebracht wird, der hat ja meistens ein Problem. Werbeleute können da vielleicht noch ganz gut mit umgehen, weil man sagt, naja, das gehört ja irgendwie zum Job. Bei den Marketing-Experten ist das schon etwas schwieriger, weil es beim Marketing ja nicht nur um den werbenden Charakter geht, sondern auch um die Authentizität, die gefährdet ist, wenn es nur um Schönfärberei ginge. Und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder Menschen, die im Journalismus arbeiten, weisen natürlich den Vorwurf der Schönfärberei empört zurück. Manche sagen ja, es gäbe in der Politik auch Schönfärberei, das weiß ich natürlich mit Abscheu und Empörung von mir. Nein, aber ganz im Ernst, man greift vielleicht gerne darauf zurück, aber auch da ein Sprichwort, Ehrlichkeit währt am längsten. Es kommt irgendwann doch immer zutage und es ist auch gut in unserer Gesellschaft, dass es zutage kommt. Deswegen sollte man das mit der Schönfärberei besser beiseite lassen. Und trotzdem ist die Frage des Färbens natürlich eine ganz wichtige, denn darum geht es ja in dieser Ausstellung, die heute
im Haus der Seidenkultur eröffnet wird. Hier lernen wir, dass der Schönfärber, übrigens genauso wie der Schwarzfärber, das meine ich aber nicht politisch, im Mittelalter ein sehr angesehener Berufsstand war. Wir erfahren, dass schon in der Steinzeit erste Experimente zur Färbung von Textilien unternommen wurden. Und wir erfahren auch, dass Färben lange Zeit, Herr Hauser hat darauf hingewiesen, ein richtig schmutziges Geschäft war, das auch mit eher unbeliebten Substanzen, Sie hatten Urin oder Kudung erwähnt, betrieben wurde. Purpurschnecke und Färberwald heißt diese Ausstellung. Letzteres ist übrigens eine Pflanze, aus der man früher das Indigo-Blau gewonnen hat. Ich finde ja, dass diese Ausstellung so ein Musterbeispiel für diesen ganz bekannten Aha-Effekt ist, der immer dann eintritt, wenn wir hinter Dinge schauen, die ganz alltäglich sind, die uns immer begegnen und wir dann aber mit dem tieferen Blick auf einmal das Geheimnisvolle hinter dem Selbstverständlichen entdecken können. Wir, meine Damen und Herren, tragen zum Glück alle Kleidung am Leib, aber nur selten machen wir uns Gedanken, wie sie entsteht, welchen Traditionen sie entstammt oder welche Botschaften sie möglicherweise aussenden. Und Herr Hauser, vielen Dank für diesen Teil Ihrer Rede. Auch welche soziale und gesellschaftliche Verantwortung wir mit unserem Konsumverhalten in uns tragen. Wer aber in der langen Linie mehr darüber erfahren möchte, der ist hier in Krefeld goldrichtig. Denn hier haben wir mit dem Deutschen Textilmuseum und dem Haus der Seidenkultur gleich zwei wunderbare, besondere Orte, in denen Stoffe aller Art im Mittelpunkt stehen. Wie toll sich das ergänzen kann, wird genau an den gerade aktuellen Ausstellungen besonders deutlich. Wer hier im Haus der Seidenkultur in die frühe Geschichte des Färbens eingetaucht ist, der kann auch mit dem Wissen, was man hier erworben hat, in Linn die Zeitreise fortsetzen, in der gerade aktuell die Ausstellung Zeitkolorit läuft, wo wir erfahren, wie ab Mitte des 19. Jahrhunderts synthetische Farbstoffe die Textilbranche verändert haben. Oder wie Herr Hauser gerade gesagt hat, was die Chemie von der Natur gelernt hat. Leider läuft die Ausstellung in Linn nur noch bis zum 30. August. Sie müssen sich also ganz schön sputen. Aber wegen der pandemischen Lage war es leider nicht möglich, eine längere Überschneidung beider Ausstellungen hinzubekommen. Dennoch muss man sagen, wenn ich beide Ausstellungen zusammennehme, dann entsteht vor dem inneren Auge doch wirklich ein ganz starkes Stück Krefelder Stadtgeschichte. Denn der Alltag dieser Stadt war über Jahrhunderte von Textilien geradezu durchdrungen. Und ich kenne keinen Ort, wo man das so authentisch nachempfinden kann, wie hier in unserem Haus der Seidenkultur. Wo das Textile war, da war auch der Färber nicht weit. Und als das Handwerk des Färbens sich wandelte, da rückte auch die Geburtsstunde der chemischen Industrie immer näher. Im Übrigen einer der Gründe, warum ich ja meine, dass Krefeld und Uerdingen ganz wunderbar zusammenpassen. Denn das, was in Krefeld passiert ist und das, was in Uerdingen passiert ist, hat so eine tiefe industrielle und kulturelle Verbindung, dass es völlig albern ist, sich immer gegeneinander zu diskutieren. Gegeneinander hilft uns sowieso nicht weiter. Miteinander ist immer das wesentlich bessere Element für eine Gesellschaft. Aber zurück zur Ausstellung. Sie, Frau Dr. Denter, werden uns sicherlich noch viel mehr nachher dazu erzählen können. Ich sehe mich ja hier eher als den staunenden Laien, der sehr viel Freude daran hat, wenn der Slogan Stadt wie Samt und Seide immer wieder mit neuem Leben erfüllt wird. Aber da muss man auch immer mit einem Irrtum aufräumen. Denn wer bei Samt und Seide nur an Seidenbarone und den Krawattenmann denkt, der hat leider noch nicht verstanden, was Krefeld wirklich ausmacht. Und wo, wenn nicht hier, müssen wir erkennen, dass Samt und Seide eben nicht gleichbedeutend ist mit Glanz und Glamour. Die Textilstadt Krefeld ist gegründet auf harte Arbeit und profundes Handwerk, auf den Schweiß der einfachen Malocher, auf das Geschick der Weber, auf den Erfindungsgeist der Ingenieure, auf die Kreativität von Künstlerinnen und Künstlern und Gestaltern und die Umsicht und den Unternehmergeist der Firmenbesitzer. All das zusammen ist Samt und Seide und Krefelder Stadtgeschichte. Und ja, auch die Färber, deren Handwerk alles andere als sauber und ungefährlich war, haben an dieser Geschichte mitgeschrieben. Samt und Seide haben Krefeld einst reich gemacht und dieser Reichtum ist bis heute sichtbar. Den Menschen, die diesen Reichtum erarbeitet haben, sind wir nicht nur zu Dank verpflichtet, sondern wir haben auch die Verantwortung, ihr Erbe zu pflegen und zu erhalten, es für künftige Generationen zu bewahren. Das gilt
für dieses Haus, das gilt für die Menschen, die diesen Verein ehrenamtlich tragen, die dieses Kleinod auch für die Zukunft sichern. Mein Dank gilt Ihnen, Herr Hauser, aber auch, da legen Sie selber immer viel Wert drauf, deswegen übernehme ich das auch, dem ganzen Team um Sie, die dieses tolle Museum überhaupt geschaffen und es durch unermüdliche Arbeit am Leben erhalten und für die Zukunft aufstellen. Und damit auch eine Erinnerung an die prägende Zeit unserer Stadtgeschichte bewahren. Deswegen freue ich mich auch sehr, dass der Rat der Stadt am Donnerstag einstimmig entschieden hat, den Heimatpreis 2020 an das Haus der Seidenkultur zu vergeben. Diese Auszeichnung ist vollkommen verdient und wird der Leistung des Teams in den vergangenen Jahren absolut gerecht und ist natürlich auch der Wunsch der Stadt, dass es hier entsprechend weitergeht. Da wir, meine Damen und Herren, heute leider überwiegend zumindest nur virtuell zusammentreffen, möchte ich gerne diese Rede mit einer Einladung schließen. Schauen Sie persönlich hier vorbei. Nutzen Sie die Gelegenheit, diese tolle Ausstellung zu sehen. Das Team des Hauses der Seidenkultur wird Sie mit offenen Armen und mit Maske empfangen. Lassen Sie sich das nicht entgehen und ich hoffe, dass diese virtuelle Öffnung Ihnen Lust macht, hierher zu kommen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und viel Freude mit der Ausstellung, die jetzt vor uns liegt. Herzlichen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank. Das war der Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, Frank Meyer. Nett, dass Sie heute unser Gast sind. Ja, auf der Suche nach Möglichkeiten, ein Rahmenprogramm zu gestalten, sind wir zunächst mal ins Internet gegangen und ich habe dann eingegeben, musikalische Farbspielereien, weil das trifft ja so ein bisschen dieses Thema. Und dann bin ich dann auf einen Künstler gestoßen, Lothar Freier aus Bad Gandersheim. Der hat so ganz tolle musikalische Farbspielereien im Internet und dann habe ich den mal angeschrieben. Ja, daraus ist dann ein richtiger Kontakt entstanden und ich habe gesagt, das ist bestimmt teuer, wenn wir diese Farbspielereien hier im Fernsehen zeigen. Und da meinte dieser gute Mann, ich fühle mich geehrt, dass Sie mich gefunden haben und dass Sie meine Beiträge in dieses Programm mit aufnehmen. Schauen wir uns mal eine kleine musikalische Farbspielerei an. Musikalisches Rahmenprogramm, das kann es ja nicht gewesen sein. Wen aber live für heute verpflichten? Da standen wir wiederum vor einem großen Problem, weil hätten wir jetzt hier einen Live-Künstler gehabt, der Raum wäre jetzt noch kleiner, ich hätte noch weniger Gäste hier platzieren können. Und dann haben wir bei den Vorgesprächen gesagt, Mensch, wir hatten doch in den letzten Jahren so tolle musikalische Höhepunkte. Und ich weiß, dass der Herr Volker vom Covestro Film Club, der das Ganze auch technisch realisiert, dass er ein super Archiv hat. Und dann war meine Frage an Herrn Volker, Wolfgang Volker, woran erinnern Sie sich, wenn Sie an die musikalischen Highlights der letzten Jahre denken? Es war wirklich nicht einfach, aus den letzten Jahren die Höhepunkte des musikalischen Rahmenprogramms unserer Ausstellungseröffnungen herauszufischen. Denn jeder Beitrag war für sich ein Höhepunkt. Schauen Sie und hören Sie selbst. Thank you.
Wir stehen jetzt hier im Färbergarten vom Haus der Seidenkultur. Die Sonne meint es heute gut mit uns. Den Färbergarten haben wir eigentlich angelegt, um in Workshops Kindern und Jugendlichen zu vermitteln, mit welchen Pflanzen man welche Farben erzielen kann. Was steht im Moment hier bei uns im wahrsten Sinne des Wortes in Blüte? Liebe Ulrike. Ja, dann haben wir hier den Färberwald stehen, der liefert den Farbstoff aus den Blättern. Die sind immer in so Rosetten angeordnet und die kann man auch mehrmals im Jahr stechen, diese Blattrosetten. Und daraus den Farbstoff zu gewinnen, ist ein sehr komplizierter Prozess. Das ist nämlich ein Indigo-Farbstoff, der in der Vorstufe da vorhanden ist. Und das macht sehr viel Arbeit, dauert sehr lange, bis wir den Farbstoff in der Hand haben. Was jetzt hier in Blüte steht, das sind die Stockrosen. Welche Farben erzielt man mit der Stockrose? Also dabei verwendet man nur die dunklen Farben, weil das sonst zu mühsam wäre, eben auch die entsprechende Menge zu bekommen. Das sind dann eben so rötlich-violette Töne. Wir haben uns ja bei der Anlegung des Färbergartens die Frage gestellt, ob hier überhaupt etwas wachsen kann. Es kann. Wir haben den optimalsten Dünger, den können Sie auch erzielen und gewinnen, wenn Sie ein Gebäude, das 1868 erbaut wurde, sanieren und dann den Bauschutt als Grundlage für Ihren Färbergarten verwenden. Und dann sehen Sie, die Stockrosen stehen wirklich ganz toll in Blüte. Neu im Färbergarten haben wir jetzt einen Schaukasten. Welche Informationen nimmt der Besucher mit? Ja, so ganz kurz etwas zur Botanik, zu welcher Gattung eben diese Pflanzen gehören. Zum Beispiel hier bei der Färberdistel, die zurzeit verblüht ist, was man in dem Färbergarten sehen kann, dass die Färberdistel eigentlich gelb-orangefarbene Blüten hat. Oder man kann auch beim Krab, das ist diese Pflanze hier, sehen, wo eigentlich der Farbstoff herkommt. Der steckt nämlich in der Wurzel. Das ist dieses lange rote Teil. Und er kann uns auch was ganz Bestimmtes zeigen, nämlich wenn hier alles verblüht ist, dann sehen wir hier noch, wie die Pflanzen schematisch aufgebaut sind. Eben noch im Färbergarten vom Haus der Seidenkultur, jetzt ist sie live und in Farbe bei uns im Medienraum oder im Raum 5, wie wir vom HDS sagen, die Kuratorin unserer neuen Ausstellung, Frau Dr. Ulrike Denter. Sie wird uns jetzt über diese Ausstellung einiges sagen. Haben wir mehr Purpurschnecke oder mehr Färberwald? Dr. Ulrike Denter, bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Mayer, liebe Freunde des Hauses der Seidenkultur und Freundinnen des Hauses der Seidenkultur, herzlich willkommen die wenigen Gäste, die wir heute hier begrüßen dürfen. Alles Lebendige strebt zur Farbe. Dieser Ausspruch von Johann Wolfgang von Goethe bringt sehr schön auf den Punkt, welches schon historische Phänomen dahinter steckt. Schon in der Frühzeit haben sich die Menschen gerne geschmückt mit Farben, sich selber oder auch ihre Umgebung. Und sie haben sich zunächst der natürlich vorkommenden mineralischen Farbpigmente bedient, um jetzt Wandmalereien oder auch ihre rituelle Körperbemalung durchzuführen. Sie stellten aber sehr schnell fest, dass diese natürlich vorkommenden Pigmente nicht zur dauerhaften Verschönerung ihrer Kleidungsstücke dienen konnten, denn diese Farbstoffe ließen sich sehr leicht wieder auswaschen.
Es kam vielmehr darauf an, jetzt färbende Säfte zu finden, die das Textil durchdringen bis in die Fasern hinein. Diese Säfte konnten sie überall in der sie umgebenden Natur sehen, in der belebten Natur, in den Pflanzen, in den Tieren. Und es fing in der Jungsteinzeit an, dass die Menschen anfingen, mit derartigen organischen Farbstoffen pflanzlichen und tierischen Ursprungs zu arbeiten und ihre Textilien damit zu verschönern. Und da fing ein Kapitel Kulturgeschichte an, was abenteuerlich war. Also voll der merkwürdigsten Überraschungen, Zufälle, umrankt von Mythen und Magie. Es sind verschiedene Geschichten überliefert, so zum Beispiel zur Entdeckung des Purpurfarbstoffes. Der phönizische Gott Melkart ging am Strand von Tyros spazieren und wurde von seinem Hund begleitet. Dieser tollte am Strand herum und zerbiss einige Meeresschnecken, kehrte zu seinem Herrchen zurück und siehe da, die Schnauze war schön rot-violett gefärbt. Der Farbstoff ließ sich gar nicht gut entfernen. Und als die Geliebte des Melkart das sah, da sagte sie, ich hätte gerne ein Kleid in dieser wunderschönen Farbe. Und was machte der Held? Er machte sich an die Arbeit. Ja, das ist natürlich etwas überspitzt. Was an der Geschichte stimmt, ist aber, dass die Kunst des Purpurfärbens auf die Phönizier zurückgeht. Diese haben die ältesten bekannten Produktionsstätten für Purpur in Tyros errichtet. Auch ist richtig, dass der Purpurfarbstoff von Meeresschnecken gewonnen wird. Aber diese Gewinnung ist sehr, sehr mühsam, sehr aufwendig, denn wenn man sich vorstellt, dass jede einzelne Meeresschnecke nur einen kleinen Tropfen Sekret in einer Drüse in der Atemhöhle hat, dann kann man sich vorstellen, wie aufwendig das ist, dieses Sekret zu isolieren und daraus, es ist auch nur ein Vorprodukt des Purpurfarbstoffes zu gewinnen. Der eigentliche Purpurfarbstoff wird dann erst unter Einwirkung von Sonnenlicht, bildet er sich dann im Luftsauerstoff. Deswegen kann man sich auch vorstellen, dass Purpur ein äußerst kostbarer Textilfarbstoff war. Der war also zunächst mal nur der High Society, der kirchlichen und weltlichen High Society vorbehalten und der Gebrauch war stark reglementiert. Auch um den bedeutendsten antiken Lieferanten für Rotfarbstoff, den Färberkrab, rankt sich eine Legende. Demnach soll die Entdeckung des Farbstoffes in der Wurzel auf die menschliche Naschhaftigkeit zurückzuführen sein. Es war so, dass ein antiker Süßschnabel sich eine derartige Wurzel ausgegraben, geschält hat und dann genussvoll das gelbliche Fleisch dieser Wurzel zerkaut hat und hatte plötzlich roten Schaum vorm Mund. Der Schreck muss sehr groß gewesen sein, bis er dahinter kam, dass es sich nicht um sein Blut handelte, sondern um einen Stoff, der seinen Speichel angefärbt hatte. Man munkelt, dass diese Farbstoffart der Farbstoffgewinnung dann zunächst mal in geselliger Runde vor einem Spucknapf stattgefunden hat. Der Krabbenbau war zunächst einmal dem Orient vorbehalten und auf Betreiben von Karl dem Großen kam er dann auch nach Europa. Dann gab es große Anbaugebiete in den Niederlanden, in Frankreich und auch am Oberrhein, vor allen Dingen im Elsass und in der Gegend von Speyer. In den Wirren der Französischen Revolution kam dieser Krabbenbau dann fast völlig zum Erliegen, bis der Bürgerkönig Louis-Philippe verordnete, dass die Soldaten zukünftig rote Uniformhosen zu tragen hatten. Also wurde der Krabbenbau wieder angekurbelt, kam zu neuer Blüte und behielt seine Bedeutung auch bis 1869 die Strukturaufklärung und Synthese von Alizarin gelang. Das ist die Hauptkomponente des Krabbenfarbstoffs. Ein weiterer antiker Rotfarbstoff ist der Kermes.
Dieser wird aus verschiedenen Schildlausarten gewonnen, die im Mittelmeerraum auf der Kermeseiche und in Mitteleuropa an verschiedenen krautartigen Pflanzen an den Wurzeln beheimatet ist. Und der Cochenille, ist auch eine Schildlausart, die in Südamerika schon von den Ureinwohnern gezüchtet wurde auf Feigenkakteen. Und mit der Zeit wurde Kermes von Cochenille verdrängt, weil Cochenille lässt sich züchten, Kermes nicht. Und das Kaminrot, das von den Cochenille gewonnen wird, gehört aus den trächtigen weiblichen Schildläusen im Übrigen, ist eines der intensivsten roten Färbemittel, die die Natur jemals hervorgebracht hat. Und die spanischen Eroberer in Südamerika haben schon im 16. Jahrhundert die Produktion dieser Schildlausart vereinnahmt und haben schließlich den Farbstoff exportiert, aber dann auch die Schildläuse selber im Mittelmeerraum und auf den Kanarischen Inseln angesiedelt. Über viele Jahrhunderte hatten diese Insektenfarbstoffe eine große Bedeutung für die Textilfärberei, weil die erzielten Färbungen große Licht- und Waschechtheit hatten. Sie wurden auch für andere Einsatzgebiete verwendet, zum Beispiel für kosmetische Artikel wie Lippenstifte. Und bis heute ist dieser Farbstoff, der Cochenille-Farbstoff, noch zugelassen für die Kosmetik und als Lebensmittelfarbstoff. Nun gab es in der Antike nicht nur Farbstoffe für Rot, sondern auch für die anderen Grundfarben, also auch für gelbe Farbstoffe zum Beispiel, bediente man sich einiger Substanzen, die auch als Gewürze sehr beliebt waren, Safran und Kurkuma. Kurkuma, auch Gelbwurzel genannt, sagt der Name schon, dass der Farbstoff aus der Wurzel gewonnen wird. Bei Safran ist das Ganze sehr viel komplizierter und aufwendiger, denn diese auch so ein wenig krokusartige Pflanze hat nur in den Blütenkelchen diese dunkelroten Narbenfäden, bei denen eben dieser Farbstoff besonders enthalten ist. Und wenn man sich vorstellt, dass man ungefähr 200.000 Blüten braucht, um ein Kilogramm der Fäden zu haben, kann man sich vorstellen, wie kostbar diese Geschichte ist. Es gab in der Antike noch weitere Pflanzen für Gelbfarbstoff. Die Palette ist verhältnismäßig groß. Ich wollte nur noch mal den Färber Wau oder auch Färber Resede genannt erwähnen. Da werden die oberirdischen Bestandteile und besonders die blühenden Äste für die Farbstoffgewinnung verwendet. Denn dieser Farbstoff hatte noch bis in das 20. Jahrhundert hinein, besonders für Seide, eine große Bedeutung, weil er große Echtheiten lieferte. Im Blaubereich war die Palette nicht so reich. Da gab es zunächst nur Pflanzen, die Vorprodukte für den Indigo enthalten. Und zwar waren das der Indigo-Strauch, der in Indien und Ostasien wächst, und der Färberweid, der in Europa kultiviert wurde. Die Gewinnung ist sehr aufwendig, weil, wie ich schon sagte, nur Vorprodukte in den Pflanzen vorhanden sind, die auch noch wasserunlöslich sind, mussten zunächst, und das geschah damals durch Gärprozesse, in lösliche Produkte umgewandelt werden, die immer noch farblos waren. Das heißt, der eigentliche Farbstoff bildete sich da auch erst an der Luft, also durch Luftsauerstoff, und bei der Färbung selber, also wir hatten dann wieder das unlösliche Pigment Indigo in der Hand, bei der Färbung selber muss diese ganze Geschichte wieder rückabgewickelt werden. Wie wir heute wissen, handelt es sich dabei um einen Reduktions-Oxidationsprozess. Und wenn man sich dann mal vorstellt, dass früher alles nur aus Erfahrung heraus so entwickelt worden ist und die Prinzipien heute noch gültig sind, dann kann man sagen, es bestand schon ein hohes Maß an färberischem Verständnis damals. Auch die Technik des Färbens war im ausgehenden Mittelalter schon recht weit entwickelt. Man hatte Färbereiwerkstätten, da waren gemauerte Öfen installiert und die Kessel, die großen Färberkessel wurden in diese Öfen eingehängt.
Man wusste schon damals, dass die Bewegung beim Färben sehr wichtig ist und hat dann, wenn man Garnstränge gefärbt hat mit Stöcken, die Stränge in der, man sagt, Färbeflotte bewegt. Und Gewebe wurden dann um eine Achse gewickelt, die oberhalb des Kessels angebracht war und in die Flotte runtergekurbelt. Das Färben selber, das haben wir heute schon einige Male gehört, war ein schmutziges Geschäft. Aber die Färber wurden selbst dann als unrein angesehen, weil sie eben mit solchen Substanzen, die eigentlich Ausscheidungsprodukte waren oder eben auch sehr übel riechend, wurden dann eben, wie gesagt, auch als unrein angesehen und waren auch ja, nicht so eigenständig, sondern sie waren zunächst mal Lohnwerker der tuchverarbeitenden Zünfte. Und wir haben ja schon von drastischen Maßnahmen und Reglementierungen vorhin gehört. Die Strafen, die waren sehr brutal, also das ging bis hin zum Abhacken einer Hand, wenn die Qualitätsansprüche den Tuchverarbeitern nicht genügten. Erst später gab es dann eigene Zünfte und die Färber waren besser geschützt. Auch gedruckt hat man seit frühchristlicher Zeit mit Stempeln oder Modeln. Zunächst wurden hierfür nur die Farbstoffpigmente eingesetzt, die unlöslichen, und die wurden dann in einer ölartigen Matrix angerührt. Im 17. Jahrhundert kamen dann indische Baumwollstoffe auf den Markt in Europa, die also sehr reichhaltige Muster hatten, und da war also ein derartiger Boom in der europäischen Mode. Das wollte die Obrigkeit zunächst mal nicht haben, wollten das unterdrücken, aber schließlich kam es dann zur Imitation in eigenen Produktionsstätten. Heute würde man wahrscheinlich Industriespionage sagen. Bei diesen Prozessen wurden dann die bekannten und schon erwähnten löslichen oder löslich zu machenden Naturfarbstoffe eingesetzt. Ein Verfahren, was eben zu Beginn daraus entstand, ist der sogenannte Blaudruck, was eigentlich kein Blaudruck ist, das ist eine irreführende Bezeichnung, denn innerhalb des Prozesses wird blau gefärbt und nicht blau gedruckt. Es ist also so, dass dann erst eine Reservepaste aufgedruckt wird, die dann verhindert, dass an den Stellen, wenn anschließend mit Indigo gefärbt wird, an den Stellen der Druckpaste der Farbstoff aufgenommen wird, sodass nach dem Auswaschen das Muster weiß erscheint auf blauem Grund. Und noch heute wird diese Technik in kleinen Manufakturen in traditioneller Weise gepflegt. Das sind jetzt nur noch einzelne. Und auch sonst haben die Naturfarbstoffe heute keinerlei wirtschaftliche Bedeutung mehr. Denn es gibt ja jetzt Farbstoffsortimente, die für jedes Produkt nach Maß geschneidert die Eigenschaften haben, um eine gute Färbung hinzubekommen. Jetzt sind es nur noch kleine Nischen, in denen Naturfarbstoffe verwendet werden, auch durch die Ökologiebewegung, die seit den 1980er Jahren stärker geworden ist, geraten die Naturfarbstoffe wieder mehr in den Fokus. Ja, ich freue mich sehr, dass wir jetzt mit der Ausstellung Purpurschnecke und Färberweid diese Dinge, die ich jetzt gerade so mal als kleinen Überblick gesagt habe, mit Leben füllen konnten. Und ich möchte nochmal darauf zurückkommen, auf den großartigen Spender eines großen Teils der Exponate, Herrn Gerhard Schlichtmann, einem Textilingenieur aus dem Raum Wuppertal, der dafür gesorgt hat, dass wir eben diese Ausstellung durchführen können. Er ist leider, wie Herr Hauser schon sagte, mittlerweile verstorben, aber ich freue mich sehr, dass ich seine Patentochter, Frau Birgit Sievers-Schmitz, hier begrüßen darf, als eine der wenigen externen Gäste, die dafür gesorgt hat, dass wir die Dinge auch bekommen haben. Herzlich willkommen, Frau Sievers-Schmitz. Ich bedanke mich auch noch bei anderen, die mir Dinge zur Verfügung gestellt haben, bei Herrn Professor Robert Fuchs, der lange das Cologne Institute of Conservation Sciences geleitet hat und mir einige Originalausfärbungen zur Verfügung gestellt hat, und bei Barbara Köstner, die viel in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Textilmuseum in Workshops
Ausfärbung mit Naturfarbstoffen vorgenommen hat und mir zur Verfügung gestellt hat. Und ganz, ganz herzlichen Dank an das liebe Team hier vom Haus der Seidenkultur, dass alles so wunderbar wieder mal geklappt hat. Unsere Kuratorin Ulrike Denter, du weißt, ich bin einer deiner Fans, weil alle deine Ausstellungen zeichnen sich dadurch aus. Ich meine, du bist ja Farbexpertin, aber ich habe so den Eindruck, in einem Vorleben warst du Archäologin oder so, weil du gräbst immer wahnsinnige Dinge aus. Oftmals spielt dir Zufall ja auch eine Rolle, wie wir gerade gehört haben, aber phänomenal, was du zum Thema Purpurschnecke und Färberweib nicht alles ausgegraben hast. Musikalisches Rahmenprogramm, wenn du die letzten Jahre mal so Revue passieren lässt, woran denkst du, was war dein persönlicher Hit der letzten Jahre? Also auf jeden Fall bin ich ein Fan von Maximilian Zelzner. Den hatten wir ja schon. Aber was mir auch sehr gut gefallen hat, war die Thoma Nil mit ihrem Bandoneon und der Wolfgang Bratz mit seinem Akkordeon. Bandoneon, das ist doch direkt eine Überleitung. Da ist ein ganz tolles Buch jetzt auch erschienen. Und zu meiner Linken ist der Vorsitzende unseres Fördervereins, der hat ja heute die Ausstellung eröffnet, der Herr Hauser. Ich kann mich erinnern, bei der letzten Ausstellung hatte ich die Idee, wir nehmen mal ein Bandoneon mit. Dann hat der Hauser gesagt, Brenner, wir machen hier in Samt und Seide. Und er hat zwar nicht gesagt, wir nehmen keinen Leierkasten, aber er war wirklich bass erstaunt darüber, was die Frau Neil hier zelebriert hat. Herr Volker, ich glaube, wir haben da was vorbereitet, ja? Ein weiterer Höhepunkt war Thoma Neil mit ihrem Bandoneon. Das Instrument, das der Krefelder Heinrich Band entwickelt hat. Janine Krüger hat ein Buch über die Weltreise dieses Instrumentes vom Niederrhein geschrieben. Ein Buch, das auch im Haus der Seidenkultur erhältlich ist. Thank you.
Wir stehen hier im Haus der Seidenkultur in einem der Ausstellungsräume, wo ab heute die Ausstellung Purpur, Schnecke und Färberwald gezeigt wird. Dr. Ulrike Wender ist einmal mehr unsere Kuratorin. Und ich habe mir sagen lassen, durch einen glücklichen Umstand sind wir an viele dieser Exponate gekommen. Erzähl mal bitte. Ja, das ist richtig. Und zwar ist das ein ehemaliger Textilingenieur, der Gerhard Schlichtmann, der uns seine Sammlung zur Verfügung bzw. überschrieben hat. Leider ist der Herr Schlichtmann vor der Eröffnung der Ausstellung verstorben. Du bist ja dafür bekannt, obwohl du keine Archäologin bist, dass du bei jeder Ausstellung etwas ganz Besonderes ausgegraben hast. Was wäre hier so dein Highlight, wo du sagst, das habe ich wirklich ganz tief gegraben müssen? Ja, das ist ein Gewebestück, was auch in der Sammlung von dem Herrn Schlichtmann vorhanden war. Schön eingerahmt in einem Bilderrahmen und erst als ich das irgendwann auseinandergenommen habe, habe ich festgestellt, wie alt das Teil ist und hatte mich auch beraten mit Frau Dr. Schied vom Textilmuseum und sie meinte eben, das könnte aus dem 7., 8. Jahrhundert sein und das stimmte auch. Das war auf einer Quittung zu lesen, die dann hinten im Bilderrahmen eingerahmt war, unsichtbar. Purpurschnecke und Färberwald. Wir stehen hier vor einigen Exemplaren. Erzähl ein bisschen was über die Purpurschnecke. Ja, da gibt es unterschiedliche Gehäuseformen hier, diese etwas größeren und diese kleineren, die kommen aus dem Mittelmeer. Und in diesen Gehäusen hausten ursprünglich Purpurschnecken, die einen Farbstoff enthalten, und zwar einen Atemöl. Und um den zu gewinnen, das war also eine ziemliche Prozedur. Dieser Farbstoff ist ja bekanntlich ein sehr wertvoller Farbstoff. Wie oft kommen diese Schnecken vor? Muss man sie suchen oder treten die in Rudeln auf, wie Sie mir das vorstellen? Also eher in Rudeln, zumindest diese kleinen hier, die sind also werden am Mittelmeer gefunden, überall an der Küste. Also das heißt, wenn ich mir die Muschel vors Ohr halte, dann habe ich auch noch Meeresrauschen dabei. Schon möglich. Ja. Gut, dann haben wir Läuse, die ich ja eigentlich überhaupt nicht mag. Ich ärgere mich immer, wenn ich auf meinem Balkon meine Blumen ansehe, aber diese Läuse, die brauchen wir. Ne? Das sind ganz besondere Läuse, die haben also vor allen Dingen in den Eiern der trächtigen Weibchen einen wunderbaren Farbstoff, nämlich den Kermes bzw. Cochenil. Das ist also jetzt ein Cochenillaus, die auf einem Kaktus haust. Und die werden gezüchtet, die kann man also anbauen und dann werden sie geerntet und leider müssen sehr viele Cochenilläuse ihr Leben lassen, um einen Gramm Farbstoff zu gewinnen. Purpurschnecke und Färberwald, wir könnten jetzt viel erzählen, aber wir laden unsere Zuschauer ein, ab 13 Uhr hier ins Haus der Seidenkultur zu kommen, um sich diese interessante Ausstellung selbst anzusehen. Indigo verbinde ich mit Indien, Färberwald, Pflanze am Niederrhein. Welche Verbindung gibt es da? Das hast du schon sehr gut beobachtet. Also es gibt den Indigo aus Indien, der in solchen großen Blöcken angeliefert wurde. Das ist nämlich kein Stein, sondern das ist Farbstoff. Und der Färberwald, den haben wir draußen gesehen, diese Blattrosetten. Das ist ein ganz komplizierter Prozess. Also man muss dann diese Blätter, auch dann irgendwann diese Ballen aus diesem Färberwald nach der Gärung zermahlen. Und dann hat man auch, so wie in dem kleinen Pröbchen zu sehen, den Indigo. Das ist aber jetzt in Pigmentform, nur um damit zu arbeiten, muss ich das mit einer speziellen Methode lösen. Das sieht dann so aus, die Küpe, und dann kann ich erst damit färben, wenn ich dann eine Küpe habe und da das Textil mit eintauche. Textilfärber, die hatten ja ein nicht immer einfaches Berufsleben. Du hast auch die Schattenseiten eines recht schmutzigen Geschäftes im wahrsten Sinne des Wortes beleuchtet. Was war so schmutzig, was stank? Ja, es ist also so, dass die Färber früher, um gewisse Prozesse in Gang zu bringen, sich ihrer Hautaus- oder Körperausscheidungen bedient haben, sodass also für bestimmte Prozesse Urin eingesetzt wurde oder auch Kuhdung oder Rinderblut. Also da gab es verschiedene Dinge. Und man muss sich ja vorstellen, dass die Menschen früher
die Dinge alle aus Erfahrung gesammelt haben und nicht wussten, was chemisch dahinter steckte, welcher Prozess dahinter steckte. Und haben das aber alles geschafft, diese Prozesse so zu gestalten, dass die noch Gültigkeit haben im Prinzip. Und das Schöne war doch für die Männer, die mussten ja, um genügend Urin auszuscheiden, auch trinken, möglichst auch Alkohol. Ja, und die mussten aber morgens prall gefüllt zur Arbeit. Das heißt also, sie durften das erst dann abgeben. Okay, dann würde ich sagen, ich gehe jetzt mal an die Arbeit. Möchte ich nicht sagen heute, dass die nachfolgenden Sendungen sich um 30 Minuten verschieben. Ich sehe gerade in meinem Drehbuch, wir sind voll in der Zeit. Ich muss immer bei Überziehungen an einen Mann denken, den als Jugendlicher und als Kind war schon fasziniert, Hans-Joachim Kuhlenkampf. Der hat ja diese legendäre EWG-Show gemacht, einer wird gewinnen, und der Mann hat überzogen, 25, 30 Minuten, das war nichts. Und dann hatte er einmal eine Sendung, da kann ich mich ganz genau daran erinnern, da war der 15 Minuten vorher fertig. Jetzt war aber nicht Holland, sondern Hessen in Not, weil der Hessische Rundfunk ja das übertragen hatte. Die hatten nichts. Die haben nie damit gerechnet, dass die irgendetwas zeigen müssen, weil der Kuhlenkampf vorher fertig ist. Ja, was haben die gemacht? 15 Minuten lang Schwarzbild gezeigt, also nichts. So, Schwarzbild zeigen wir nicht. Ich frage jetzt einfach mal in die Runde, und da frage ich den ersten Bürger dieser Stadt, der ja auch jetzt hier live und in Farbe im Haus der Seidenkultur mit dabei ist. Was ist denn Ihr Eindruck von der etwas anderen Vernissage, die Sie ja heute auch hier miterleben? Sie können da ruhig. Also ich bin ja fast versucht zu sagen, wer, wenn nicht Sie, sollte sowas hinkriegen. Also ich bin wirklich, wirklich begeistert, und ich weiß nicht, ob der Aufwand vertretbar ist, aber irgendwann werden wir ja wieder, so wie wir das kennen, normale Vernissagen machen können. Aber eigentlich ist das, was hier geboten wird, auch was wir jetzt heute gesehen haben, alleine der Vortrag von Frau Dr. Denter, was ich da wieder gelernt habe, also ich habe noch nie in meinem Leben von Schneckenrudeln gehört, und dass man Läuse züchtet und all solche Dinge, das mit dem Urin lasse ich jetzt mal beiseite. Also das ist ja alles so spannend, eigentlich ist das doch total schade, dass dann nur 50 Leute dieses ultra-exklusive Recht haben, das erleben zu dürfen. Wie gesagt, wenn der Aufwand vertretbar ist, und zu Hause, wenn ich einen kleinen Wunsch äußern darf, dann machen sie das doch eigentlich immer so, dass sie das aufzeichnen und auch den Leuten zur Verfügung stellen. Man merkt dann wirklich, wenn man sich das bewusst macht, was für eine Qualität diese Arbeit hat. Und ich finde es eigentlich schade, wenn das dann für 50 Leute und eine Stunde am Sonntagvormittag ist. Also ich bin wirklich hellauf begeistert. Ganz, ganz herzlichen Dank. Das ist das Schöne an unserem kleinen Team. Wir sind äußerst flexibel und können sehr schnell auf neue Situationen uns einstellen. Das ist bei größeren Museen, wenn die eine Ausstellung planen, da ist hier jeder Quadratmillimeter schon versicherungstechnisch blockiert. Wir sind in der Lage, das haben wir in den letzten Jahren sehr oft gemacht, wenn wir eine Ausstellung hatten, da kam irgendjemand, Mensch, ich hätte da noch ein Exponat, und schwuppdiwupp wurde das aktuell in unsere Ausstellung mit einbezogen. Und genauso ist es, was jetzt die aktuelle Situation anbetrifft, da hat sich ein kleiner Kreis zusammengesetzt im erweiterten Vorstand und hat die Idee, so, wenn die Leute nicht zu uns kommen, kommen wir zu den Leuten, und ich hoffe, dass die Leute an den Empfängern auch einigermaßen Interesse zeigen. Das heißt jetzt nicht, wir wollen jetzt nicht so professionell sein, Herr Mayer, dass die nachher alle überhaupt nicht mehr kommen, sondern sagen, wir warten auf die nächste Übertragung. Da müssen wir also noch ein gutes Mittelmaß finden. Dankeschön, Herr Mayer, für dieses Feedback. Ja, jetzt schalten wir nochmal nach Bad Gandersheim. Da sitzt der Lothar Freier, der Videokünstler. Der hat ja musikalische Farbspielereien für uns zusammengestellt und will keine Gage, aber ich weiß, dass der einstige Sonderschullehrer sehr viel für die SOS-Kinderdörfer tut. Neben mir sitzt der Mann für die Finanzen, der Hans-Georg Hauser, der hört jetzt ganz genau zu, keine Gage, da schlägt sein Herz immer höher, aber für die SOS-Kinderdörfer schlägt sein Herz mit Sicherheit auch. We'll be right back.
Danke, lieber Lothar. Und ich habe gesehen, du hast mir eine Mail geschickt, du möchtest im nächsten Monat mit deiner Frau und Wohnmobil nach Krefeld kommen, um dir das Haus der Seidenkultur anzusehen. Und er hat mir die Frage gestellt, wo er mit seinem Wohnmobil denn parken könne. Und da ich ja heute den ersten Bürger der Stadt hier habe, werden wir mit Sicherheit irgendwo einen geeigneten Parkplatz für dich finden, wenn du aus Bad Gandersheim zu uns kommst. Ja, das Ganze ist natürlich nur möglich, was wir heute treiben. Wenn ich da in unsere Regie schaue und unsere Techniker sehe und den ganzen Aufwand, den wir da getrieben haben, da braucht man ein bisschen Geld. Aber frohe Botschaft des Tages war ja, dass das Haus der Seidenkultur den Heimatpreis bekommt. Und ich denke, das ist auch mit ein paar Dukaten verbunden. Und dann haben wir... Sogar mit Euro. Und dann haben wir, wie gesagt, die Sparkasse Krefeld hat, als ich mit dieser Idee kam, ganz spontan zugesagt, wir sind dabei und unterstützen diese erste Live-Übertragung. Ja, und damit wir wirklich auch künftig großes kulturelles Theater anbieten können, haben wir noch einen Sponsor im Boot und den blenden wir jetzt ein. Ganz großes Theater, auch mit Plopp. Inszeniert die Brauerei Königshof auf dem Sektor kulinarischer Biergenüsse. Uns unterstützt die Brauerei Königshof dabei, dass unser Kulturtheater auch in Corona-Zeiten einem großen Publikum zugänglich ist. Vielen Dank dafür an die Brauerei und an den Geschäftsführer Robert Dietz. Ja, Robert und Antje Dietz, die grüßen wir dann auch von dieser Stelle. Die machen irgendwo Urlaub, aber wir haben gesagt, für die Vorstandsmitglieder ist 11 Uhr Pflichtprogramm. Also Frau Dietz, wir grüßen Sie aus dem Haus der Seidenkultur. Ja, und ebenfalls aus dem Vorstand ist Ilka Neumann zu uns gekommen. Der Frau Neumann muss ich mal ein ganz großes Kompliment machen. Das, wissen Sie, das Schöne hier im Team vom Haus der Seidenkultur ist, wir sind so breit aufgestellt. Wir haben ehemalige Firmenchefs, wir haben Unternehmer, wir haben Patroneure, wir haben Schwadroneure, letzterer bin ich dann sozusagen. Und die Frau Neumann ist eine ganz tolle Grafikerin, weil die hat dieses tolle Plakat entworfen. Und als ich den ersten Entwurf sah, genial, genial. Die Purpurschnecke, das Rot der Purpurschnecke und das Blau des Färberwald, wie sich das kontrastreich ineinander fügt. Also das ist wirklich einmal mehr ein Kompliment an Ilka Neumann. Ja, und ich denke, der Vorstand hat auch ein paar Worte jetzt für uns und für die Zuschauer daraus. Also lieber Herr Brenner, da möchte ich mich jetzt erstmal wirklich bei Ihnen bedanken. Also ich mache das wirklich gerne, die Werbung. Also ich bin Grafikerin von Haus aus und ich mache das sehr gerne hier fürs Museum und gerade auch für dieses Thema. Also ich habe viel recherchiert und geguckt und überlegt, wie kann ich dieses Thema transportieren und freue ich mich, dass es Ihnen gefällt und ich hoffe auch allen Besuchern, die uns dann bitte in Zukunft auch hier besuchen kommen und diese Ausstellung auch besichtigen können. Es sind jetzt schon so viele Dankesworte geflossen von Herrn Hauser an das Team, an unsere Kuratorin, an unseren Schirmherrn, Herrn Oberbürgermeister Mayer. Und dem möchte ich mich jetzt gerne auch anschließen. Und zwar hat der Vorstand und das Team sich überlegt, wie können wir uns bei Ihnen bedanken, dass Sie in dieser ja, sehr skurrilen Zeit und trotzdem herausfordernden Zeit also heute hier sind und diese tolle Situation hier mit unterstützen, dass halt so viele Menschen sich das hier auch alles anschauen können. Und da haben wir, ich muss mich kurz umdrehen, uns ein Präsent überlegt. Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass Sie in der Krefelder Textilgeschichte groß geworden sind. Ihre Großvater, Ihre Großeltern da Vorreiter waren. Und wir haben uns einmal überlegt, die Textilgeschichte der Stadt Krefeld Ihnen weiter nochmal nahe zu bringen. Und das ist eingepackt. Ja, das muss ich kurz erzählen. Und zwar sehen Sie ja sonst die historischen Muster quasi in unserem Paramentenraum, die bei uns also in Krefeld gewebt wurden, gefärbt wurden. Und diese Muster haben wir einmal auf Papier gebracht und auf Stoff. Also das ist halt diese Kombination. Und eine Person aus unserem Team hat sich überlegt, diese Kombination würde sie gerne quasi transportieren. Also haben wir einmal das Muster auf Papier und das Muster auf Stoff. Und das möchte ich Ihnen gerne heute hier samt dem Inhalt überreichen und uns ganz, ganz recht herzlich bedanken, dass Sie heute hier waren.
ja, und dass Sie uns auch als Schirmherr ja, weiter unterstützen und halt auch dieses wunderbare Team unterstützen, das Haus hier unterstützen. Vielen herzlichen Dank. Danke ich auch. Danke. Ja, danke schön, Ike Neumann. Eine Vernissage im Haus der Seidenkultur ist keine trockene Veranstaltung. Und wenn mein Skript richtig sein sollte, kommt jetzt der Mann mit dem Tablett. Ist das richtig? Ach so, wir gehen nachher nach draußen. Okay. Also, in Zeiten von Corona wird auch hier der Vorstand nicht anstoßen und sich zuprosten, sondern das machen wir gleich im Färbergarten und wahren dann natürlich auch den entsprechenden Abstand. Ja, dann sind wir ja schon fast am Ende unseres Programms. Noch einige Hinweise in eigener Sache. Sie können uns natürlich zu den Öffnungszeiten des Museums, das heißt von Mittwochs bis Freitags jeweils von 15 bis 18 und sonntags von 13 bis 17 Uhr besuchen. Für Gruppen zum Wunschtermin, langsam läuft unser Gruppenprogramm auch wieder an. Bis zu 12 Personen kann ich aufnehmen. Da haben wir uns auch wieder was Neues einfallen lassen, eine völlig neue Wegeführung durchs Haus. Und wir achten also wirklich immer peinlich genau darauf, dass hier im wahrsten Sinne des Wortes nichts daneben geht. Die Sendung, die Sie jetzt gerade sehen, können Sie anschließend bei YouTube auf dem Kanal, den Sie jetzt gerade eingeschaltet haben, wieder sehen. Ich glaube, 2 Monate sind wir im Programm. Und der Covestro Filmclub von Wolfgang Volker, der erste Vorsitzende, der hinter der Kamera steht, der wird auch sehr wahrscheinlich da nicht mehr sehr viel nacharbeiten müssen. Wir lassen das, glaube ich, so live im Netz, wie es heute gelaufen ist. Ja, Dank an die Kameramänner Manfred Weisters und wie gesagt Wolfgang Volker. Und wie gesagt, ein ganz großes Danke, Danke, Dankeschön geht an Thomas Kim Weber. Der hat, also ich kann es nicht oft genug sagen, hier wirklich Unmögliches möglich gemacht, aber das ist die Voraussetzung, um überhaupt hier im Team mitarbeiten zu dürfen. Ja, das war's. Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich noch aus dem Haus der Seidenkultur in Krefeld und vielleicht sehen wir uns bald irgendwann mal wieder.